Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Folge 100, irgendwas über 40 auf jeden Fall. Ja, und ich bin diesmal auch nicht allein, nämlich der liebe Darcy ist wieder mal da. Hallo Darcy. Nein, ich bin gar nicht da. Das ist ein Irrtum. Hallo zusammen. Habe ich jetzt schon Halluzinationen oder höre ich Stimmen oder Ja, wie immer. wie Sonst immer? nimmst du Tabletten dagegen und heute hast du es schon wieder vergessen. Mist, ertappt. Und dass du noch niemals weißt, welche Folge du hast, das ist ja richtig schlimm. Ja, irgendwas mit 1,4 und dann kommt noch eine Stelle, aber welche? Keine Ahnung. Gut, wir reden nicht lange herum, wir suchen uns einen Auftrag. Was fahren wir Ja. denn? Übrigens, heute sieht er da sie wieder was, also ich hoffe, dass das Ja, so bleibt. ich sehe zurzeit was. Zur Ich bin Zeit, ja. heute nicht blind. Der Beifahrer darf wieder sehen. Richtig, sieht was für ein Schwachsinn ich zampe. Also, Wo bist du eigentlich? ich Ach hab. nee, du hast ja noch Genau, ich habe noch Schnellaufträge. keinen eigenen Truck Ja, dann dafür. nimm doch den zweiten Auftrag da. Krakau nach Krakau um 82 Euro. Ja. Ja, Leute, das wird eine kurze Folge. Jo, die wird sehr kurz. Danach die heute, Aber nach was hast irgendwie. du eigentlich sortiert? Also. Preis pro Stecken ja nicht. Also Ja. irgendwie kriegt man das ja wenig Kohle für die. Ja, Oder sind das stimmt. alles so kurze Strecken? Naja, Das sind 176 also, Kilometer. außerdem hast du nur 5 Minuten Zeit, die abzuholen. Hier mal weiter. Was hast du denn da noch Schönes? Bratislava, Ostrava, 1600 Euro nur. Ja, Liegt das jetzt so wieder an der TSM-Map, die wir übrigens wieder drinnen haben, dass wir kein Geld kriegen? ja, Schön. genau. Ich würde sagen, wir Ah, fahren ne. die, ha? Ja, nehmen die. Ne, das liegt Chemikalien. also an der TSM-Map. Okay. Gut, dann Scania. nehmen wir einen Scania. Ich weiß, es gibt Leute, die Transportiert. mögen keinen Scania. Was hast du transportiert angenommen? Chemikalien. Chemikalien? Ja. So, wie Ja, wir das können ja auch richtige. deinen Zuschauern sagen, dass es ja jetzt endlich auch ein Update für die TSM-Map gibt, falls sie es noch nicht mitbekommen haben, für Patch 1.5.2 oder beziehungsweise halt für den digitalen Download. Wer die Erweiterung gekauft hat, kann die jetzt also auch mit der TSM-Map fahren. Richtig, die haben wir jetzt drinnen. Version 4.1.1, glaube ich. Wenn ich Ja, mich nicht täusche. genau. Das letzte Update von, wann war denn das? Am Mittwoch rausgekommen oder Donnerstag? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich meine Mittwoch. Und wie meine Zuschauer mich kennen, habe ich natürlich einen ganzen Haufen anderer Mods auch noch drinnen. Nähere Details dazu findet ihr in der Liste vom Darcy, die ich, wenn ich es nicht vergesse, unter dem Video verlinken werde. Also Leute, er vergisst es, schaut auf meinem Kanal, da findet ihr den Link. Könntest mich auch daran erinnern. Ja, gut. Mal gucken. Mal schauen. Ich muss ja deinen Zuschauern eine Chance bieten, auf meinen Kanal zu gehen. Ich bin ja noch so Ja. klein. Ja, wer Test zum Mods sehen möchte, gerade im ETS-Bereich, da ist beim Darcy eher besser aufkommen als bei mir. Bei mir Ja. gibt es ein richtiges Let's Play und kein nicht nur Ja. Testvideos. Bei mir sage ich es umgedreht. Wer bei mir schaut und wirklich ein Let's Play sehen will, der sollte dann lieber hier hingehen. Weil er das hier als Let's Play präsentiert kriegt. Zwar mit Mod-Anweisungen und auch mit neuen Mods und so, aber eben als reines Spiel. Ja, ich muss ja auch dazu sagen, die ganze Modifiziererei vom ETS, das artet ja langsam in Arbeit aus. Ja, aber das liegt aber eigentlich jetzt hauptsächlich an diesem bekloppten Patch 1.5.2, weil SCS da so glorreiche Arbeit geleistet hat, dass mittlerweile fast kein Anbauteile-Mod richtig funktioniert. Die ganzen Zusatzwracks nicht mehr wirklich funktionieren. Wenn sie funktionieren, auch wenn man es nicht direkt sieht, wenn man mal sich die Konsole einschaltet, wie viele rote Einträge es teilweise gibt, ist also schon faszinierend. Also auf gut wienerisch oder österreichisch gesagt, haben sie einen Bock geschossen mit dem Patch. Ja, da würde ich mal sagen, weil besonders weil sie Sachen in dem Patch gemacht haben, die eigentlich kein Mensch vermisst hat, oder also sagen wir mal, der größte Teil der Spieler
gar nicht wahrgenommen haben, hier diese komische Kabinengröße haben, weil ja, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ja, in einer der letzten Folgen. Ja, und für mich, also ich kapier's nicht, muss ich echt sagen. Ich kapier's nicht, warum sie so einen Blödsinn gemacht haben und es nicht vorher mal abgeklärt haben, ob das mit den ganzen Mods, die für das Spiel draußen sind, überhaupt noch läuft. Und leider haben die kein Interesse scheinbar daran, an ihre Spielerschaft, ob denen ihre Spiele danach noch funktionieren oder nicht funktionieren. Weil wenn ich Firma wäre, ich würde doch so eine Änderung nicht reinbringen, wenn mein Spiel eigentlich hauptsächlich von Mods lebt. Ja, ohne Mods wird von dem Spiel keiner mehr reden. Bei dem Map wären wir dann alle schon 27 Mal abgefahren und... Also nach 11 Monaten würde das kaum noch einer spielen. Nee, also jetzt... wenn er nur das Originalspiel hätte. Ja, und der DLC, der jetzt rauskommen ist, den wird wahrscheinlich auch keiner mehr kaufen. Also... Ja. Weil die Leute hätten das Spiel schon längst in der Ecke gelegt und dann wäre es auch völlig egal, ob jetzt noch ein DLC rausgekommen ist oder nicht rausgekommen ist. Das hätte dann sowieso keinen mehr interessiert. Ja. Deshalb verstehe ich es einfach nicht. Ja, einerseits arbeiten sie irgendwie gegen die ganze Modding-Community, aber Modding-Community, schwieriges Wort. Aber andererseits leben sie quasi eigentlich auch davon, weil ohne dem würde es, wie gesagt, keiner mehr spielen heute. Ja. Ja, das ist es ja auch. Und das Problem ist ja auch daran, SCS hat ja schon mal verlauten lassen, dass diesen Editor, den man ja eigentlich noch niemals vernünftigen Editor nennen kann, aber den sie zur Verfügung stellen, dass der irgendwann mit den nächsten Spielen auch eingeschränkt wird. Dass man nicht mehr diese ganzen Möglichkeiten hat. Bei SCS ist da Überzeugung gekommen, durch die ganzen Zusatzmods, besonders was im Mapping-Bereich liegt, dass sie deshalb ihren DLC nicht verkauft bekommen, vernünftig. Weil die Leute halt zu viele Alternativen haben und deshalb nicht kaufen. Das mag auf der einen Seite richtig sein. Wer jetzt zum Beispiel nur so ein bisschen spielt und ein bisschen nebenher spielt und irgendeine Mod benutzt für die Karte, ob das die TSM ist oder irgendeine andere, ist ja dahingestellt, der wird nicht unbedingt einen DLC kaufen. Und ja, es gibt dadurch sicher genug Spieler, die keine Mods verwenden, weil, wie ich selber weiß, ist das herausfinden, in welcher Reihenfolge sie geladen werden müssen und das so funktionieren oder das überhaupt funktionieren, das ist jetzt nicht gerade in 10 Minuten geschehen. Also und es gibt immer wieder neue Konflikte und da verliert man auch schnell die Lust dann, sich da weiter zu befassen. Nur, ich sag auch, natürlich sind Kartenmods auf jeden Fall eine Konkurrenz, wenn man DLCs rausbringen will. Nur den Bock haben sie auch wieder selbst geschossen, weil sie sich nämlich 11 Monate lang Zeit gelassen haben. Hätten sie den nach 4 Monaten oder 5 Monaten rausgebracht, wie es ja geplant war im April, dieses Jahr, der sollte ja erst im April kommen, hätten sie ihn damals rausgebracht, hätten sie auf jeden Fall locker viel mehr davon verkauft, als wie sie heute verkauft haben. Ja, nach 4 Monaten ist das Spiel noch aktueller als nach fast einem Jahr. Ja. Nur SCS sieht natürlich die Fehler nicht bei sich, sondern eher bei den anderen. Und die anderen sind in dem Fall die Modder, die ihnen das angebliche Geschäft kaputt machen. Ich weiß auch nicht, wie weit SCS wirklich dahinter steht oder ihre Vertriebsfirma hier in Deutschland, die ja sowieso auch ein paar komische Ansichten hat, teilweise. Da weiß ich also nicht, ob das wirklich immer wirklich nur auf SCS basiert. Oder ob da nicht irgendwelche anderen Interessen hinterstehen. Ich finde es nur eigentlich schade. Und ich muss sagen, sollte SCS das wirklich machen, dass sie ihren Editor einschränken oder dass das Modding eingeschränkt wird, dann werden sie sich mit den nächsten Spielen auf jeden Fall schwer tun. Ja, weil wenn es dann die Map genauso ist wie jetzt, dann bist du auch ziemlich schnell durch. Ja. Also... Egal, ob du jetzt in einem Bus fährst oder LKW oder ob du in Amerika fährst, wenn das von der Größe her gleich ist. Ja, und wenn sie dann nicht hergehen, zeitnah DLCs rauszubringen,
ist das, wenn sie sich dann wieder 11 Monate oder 10 Monate oder 12 Monate Zeit lassen bis zum ersten DLC, ja, dann können sie das vergessen. Spätestens danach das Spiel wird sich dann keiner mehr kaufen. Das sollten sie auch bedenken, dass es nicht unbedingt eine logische Schrittfolge ist, die sie da machen. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, woran es liegt bei SCS, ob die einfach zu wenig Leute haben oder woran es liegt, dass die jetzt so lange gebraucht haben für die Mod, für den DLC. Also nach meiner Meinung, das ist gut, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ob das wirklich dementsprechend ist bei der Firma, weiß ich nicht, habe ich keinen Einblick drin, nur ich sag mir immer, wenn ich mir ein normales Unternehmen vorstelle, was sehr klein ist, SCS hatte 22 Mitarbeiter, hat glaube ich jetzt 30 Mitarbeiter in etwa. Also ist es ein sehr kleines Team für Spieleherstellung. Und so ein kleines Team aufzusplittern in 3, 4 verschiedene Projekte, halte ich persönlich für Unsinn. Ja, wenn man es nimmt, arbeiten die jetzt eigentlich an 3 Spiele zurzeit. Ja, die 3 Spiele und die Pflege und der 4. Team, das kleinste Team, arbeitet an der Pflege von ETS 2. Indem sie hergehen, dann noch patchen oder die Patch überarbeiten oder kontrollieren etc. Angeblich soll das nur 2 Mann sein, die hier die Patch einpflegen und kontrollieren. Und ein Teil arbeitet halt an dem DLC. Gut, dieser Teil wird jetzt natürlich frei, weil der DLC da ist. Und ich weiß nicht, ob sie vorhaben, noch ein DLC rauszubringen. Ich denke mal eher nicht. Weil, wenn der dann wieder 11 Monate braucht, bis er draußen ist, kauft ist das Thema durch. Ja. So. Ja, und dann arbeiten 2 Teile, die 2 größten Teile arbeiten halt an diesen 2 nächsten Spielen. Eben den US-Truck, der irgendwann jetzt doch erst Ende 2014 kommen soll. Und natürlich, da hat man aber jetzt nichts mehr von gehört, diesen Bus-Simulator. Ist die Frage, ob es den überhaupt jemals geben wird. Tja, weil von dem hört und sieht man nichts mehr, es kommen auch keine neuen Bilder mehr, er wird auch nicht mehr erwähnt. Vielleicht haben sie das Projekt fallen lassen. Kann natürlich gut sein. Ja, wäre aber in meinen Augen ziemlich schade, wenn sie den hätten fallen lassen. Also für mich wäre es also interessanter als der US-Truck. Weil der US-Truck ist dasselbe wie der Euro-Truck, nur auf einer anderen Landschaft. Ja, mit anderen Fahrzeugen. Gut, ja. Du kannst auch schon ETS-2 irgendwelche Peterbilt oder keine Ahnung, wie sie alle heißen, reinholen. Rein theoretisch könntest du auch hier eine Map erschaffen, die der amerikanischen Landschaft nachgestaltet ist. Wäre ja auch möglich. Das ist ja noch, wäre ja kein Problem. Nur, wie gesagt, also ich fände ein Bussystem, so ein Fernbussystem auf jeden Fall interessanter. Ja. Weil es mal eine Abwechslung ist. LKW fahren wir schon mittlerweile lang genug. Ja. Also wenn klar, es wird halt Leute geben, die sagen, Bus interessiert mich nicht, ich bin eher der LKW-Fan. Ja, aber es gibt auch andere, wie man OMSI sieht. Und OMSI ist halt eher für Städte. Ja, und es fehlt eigentlich, weil es gab ja schon einige Bus-Simulatoren, aber die waren ja, hast du gesehen, wie stark der die Kurve geschnitten hat. Es gibt ja auch andere Bus-Simulatoren, aber die spielen eigentlich alle in Städten nur. Ja, das ist immer nur Linienverkehr. Das ist rein Linienverkehr. OMSI ist nur Linienverkehr. Gut, da gibt es auch viele verschiedene Maps und sowas, auch viele Mods und so, aber er befasst sich halt nur mit einer Stadt immer. So, und deshalb wäre es natürlich so ein Bus-Simulator, der dann auch Fernfahrten drin hat, quer durch Europa, natürlich sehr interessant gewesen. Wenn man es vernünftig umsetzt. Der dürfte nicht so umgesetzt werden wie mancher andere Stadtbus-Simulator. Ja, darf aber auch nicht so sein wie Eurotruck, dass du dahin fährst, deine Fahrgäste holst und weiterfährst. Ja, da müsste man halt einiges dran machen. Vielleicht haben sie gedacht, das ist zu aufwendig oder sie haben nicht die Erfahrung damit, weil mit Bus-Simulatoren hat SCS überhaupt keine Erfahrung. Das ist halt natürlich die Frage. Die haben schon, die haben Erfahrung mit Bus-Simulatoren. Die haben einen Bus-Simulator gemacht. Ist zwar schon ewig her, aber... Ja, gut. Übrigens, fällt da was auf an meinem rechten Spiegel? An deinem rechten Spiegel? Warum?
Ein bisschen groß, ne? Ach ja, stimmt. Du hast doch noch, eigentlich rein theoretisch hättest du diesen Miro-Mod drinnen. Ja, der ist auch drinnen, aber warum er nicht funktioniert, verstehe ich nicht. Hast du ihn aktiviert? Sehen wir bei der nächsten Aufnahme dann. Genau. Woran das liegen mag. Aber es stimmt, das fällt mir jetzt erst auf. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ach ja, Herr Mod-Experte. Ja, aber du wieder alles anstellst, das ist ja die Sache. Ich habe nur das gemacht, was du gesagt hast. Ich erinnere dich nur daran an den Motorsound von eben. Ja, also wenn das wirklich der Originalmotor oder Sound ist, dann muss man SCS fangen, ob es ein bisschen angrenzend sind. Ja. Weil der Scania, den ich da jetzt gerade fahre, der hat sich ohne der Soundmod so angehört, als hätte er einen Motor schon. Ja, deshalb haben wir ja den Soundmod von Iceman bei dir wieder aktiviert, obwohl er fehlerhaft ist. Ja, aber du hast gesehen, die anderen haben scheinbar auch nicht funktioniert. Ja. Also irgendwie hat SCS mit dem Patch nichts Gutes gemacht. Ja, stimmt. Also ich habe auch schon Ewigkeit nicht mehr mit dem Original-Motorsound gefahren, deshalb weiß ich das nicht. Gar nicht. Ich hatte eigentlich nicht immer Iceman drinnen oder eben von Speedy halt. So, die Folge hat jetzt knapp 16 Minuten. Was machen wir? Ja, ich würde eine Pause machen und dann mal eben deinen Spiegel kontrollieren. Richtig. Was damit ist. Genau, das ist eine gute Idee. Dann ist das heute ein bisschen eine etwas kürzere Folge. Ja, aber wird die nächste was länger. Da muss ich nicht so viel uploaden. Genau. Na gut, also dann, Leute, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Jo, ade.